Und herzlich willkommen zu einem neuen Video von uns. Kuckuck, dong. Wir sind auf dem Sprung. Oh, nicht umfallen. Kann super sitzen. Ja toll, was ist denn da drin? Dein Schnulli, ne? Das rappelt so schön. Wisst ihr, was voll nervig ist? Immer dieses Umräumen. Wenn ich jetzt meine Tasche wechsle, muss ich ständig immer alles umräumen. Das ist voll nervig. Soll ich jetzt zeigen, wo? Was kriege ich denn, wenn ich das jetzt finde? Ja, genau. Du musst einfach mal richtig gucken. Die Gefahr ist da nämlich immer, wenn man immer ständig wechselt, dass man die Sachen irgendwo hinlegt und dann nicht wiederfindet. Und das ist genau so. Ist es nämlich auch. Ich hoffe, ich habe jetzt alles. Und? Wo war es, Haarspray? Hinter deinen Sachen versteckt, sodass man das nicht sehen konnte. So. Ich muss so lachen. Ich habe gestern vom Sport, als ich nach Hause gekommen bin. Hallo! Auf jeden Fall. Guck mal, wie ich das Fahrrad gut abgeschlossen habe. Gut, oder? Ist auf jeden Fall sicher. Das ist sicher. Was war mit mir denn los? Das ist sicher auf jeden Fall. Ich weiß gar nicht, was ich mir dabei gedacht habe. Hä? Was ist mit mir los? Ich habe nur einen Kaffee heute getrunken. Das ist eh nicht so gesund. Mir fehlen Speedmods. Jetzt mal ehrlich. Mir fehlen Speedmods. Ich wollte ja erzählen, 20 wo plus. Wir jetzt hinfahren. Was? Und zwar, heute bin ich nicht alleine. Ich freue mich voll, dass du mitkommst. Ja. Mhm. Also, es geht zum Piercer heute. Mehr oder weniger spontan. Also ich habe gedacht, könntest du mal wieder machen, weil ich wollte eh, ich habe hier den Ring gewechselt. Ich hatte ja vorher einen Stecker und jetzt habe ich einen Ring drin und der ist zu groß. Und dann wollte ich da eh hin und habe ich gedacht, ach komm, wenn du da eh hingehst, dann kannst du direkt auch noch eins stechen lassen. Und da der Alex Urlaub hat, kommt er einfach mit. Leise auch. Die hören da immer richtig krasse Musik. Die magst du bestimmt. Ja? Mhm. Oldschool Gangster Rap? Nee, aber so Hardrock. Magst du wohl. Ja? Ja. Muss ich gleich mal. Boah, vielleicht haben die Leute ja auch Lust, wenn ich tätowiert werde, mit wieder mitzumachen. Ja, können wir machen. Ich will ja auch noch ein Tattoo. Boah, wir werden so richtig verrückt jetzt. Aber ich krieg ja ein Jahren großes Bild. Also, mein Bild wird erweitert, was ich habe. Kommt noch was dazu und wird überarbeitet. Ich will auch. Dauert so 4 bis 5 Stunden, habe ich gesagt. Auf jeden Fall machen wir das jetzt. Es tut weh, das weiß ich jetzt schon. Piercen? Aber das ist Piercen wehtun. Hast du ein Ohrloch? Nein. Ich habe ein Loch im Ohr. Manchmal doch, muss man sagen, sind die witzig. Ja. Manchmal sind die echt so lustig. Du bist der Erste, der über meine Witze lacht. Ja, manchmal sind die echt lustig. Dann bin ich die Einzige, die lacht. Alle anderen lachen gar nicht. Deswegen habe ich dich ja auch geheiratet. Ich habe mir gedacht, das musst du dir bewahren. Ja. Das lacht da überhaupt keiner mehr. Okay. Okay. Auf jeden Fall ist Wieso das kann jetzt den Piercen erstmal das Ziel. Das ist doch nur ein Schuss und dann ist es doch fertig, oder nicht? Das wird gestochen. Ja, aber das ist doch dann nur ein Pieks. Nee, das ist nicht nur ein Pieks. Du hast dann ein Rohr in dem Loch drin und dann musst du erst den Stecker reinziehen. Ja und? Du hast trotzdem ja nur einmal durch. Und mach, durch dann mach doch auch. Ja, aber wenn es einmal durch ist, dann ist es ja in Ordnung. Dann dürfte es ja nicht mehr wehtun. Das tut total weh danach. Das ist eine offene Wunde. Ich mach doch. Guck mal, traust dich eh nicht. Mach doch, mach doch. Tut total weh. Die ganze Zeit. Du traust dich gar nicht, wie du da jetzt so überhaupt nicht drauf reagierst, wenn ich dann komme und sage dir nichts. Dann würde ich auch nicht sagen, weil du hast eigentlich Angst. Kannst ruhig zugeben. Zweite Regel einer guten Ehe: Man muss nicht alles das kommentieren, was die Ehefrau sagt. Sorgt nur für Unfrieden. Okay.
Jedenfalls, das machen wir jetzt und dann gehen wir noch was essen, Mittagessen oder so. Ich habe auch wieder was zu trinken dabei, damit ich keine Angst haben muss zu verdursten unterwegs. Und ein bisschen Kaffee, falls ich einschlafen sollte. Aber das ist ja besser geworden, habe ich ja erzählt. Was machst du da eigentlich? Ist das für YouTube oder Instagram? Hä? Stellst du mir die Frage jetzt nochmal? Du hast mir die schon mal gestellt. Ja, aber du hast ja auch mal... Ich hab mir gerade überlegt, ob ich dem Karok einen Gruß da lasse. Nö, Karok, heute ist das Padme-Event. Padme Amidala. Padme Amidala. Die Senatorin von Naboo und wir müssen das heute holen. Okay. Ich bin mir noch nicht sicher, wie ich das schaffen soll, aber lass uns erstmal abwarten. 7 Uhr geht's los. Und wenn das Video online ist, dann wissen wir schon mehr. Jetzt weiß ich, warum ich Müdigkeit habe. Guck mal, die Arme. Die hat jetzt schon keine richtigen Socken mehr. Fängt schon früh an. Bei uns sind irgendwie alle Socken verschwunden. Ich zeige euch gleich mal die Kiste, wo wir alle Socken aufbewahren. So, jetzt hoffe ich, dass die überhaupt da sind, weil als wir gerade vorbeigefahren sind, sah das sehr dunkel aus. Meinst du, laut ist es hier draußen? Ist echt laut da. Ja. Ich bin nervös. Wegen so einem kleinen Piercing. Guck mal, mach dir mal erstmal ein richtiges ordentliches. Oh, guck mal, du kannst hier gleich gut Foto machen von mir. Dann weißt du mal, was Schmerzen sind. Mhm. Mach du dir mal ein Piercing, dann weißt du, was Schmerzen. Kleines Baby tut arbeiten. Kleines Baby, riesengroß ist das und wird noch größer. Und mein neues Piercing? Fail. Als hätte ich es geahnt. Ich hatte meinen Ausweis nicht dabei. Das ist passiert, als ich meine Tasche gewechselt habe. Habe ich alles mitgenommen, nur meinen Ausweis nicht und dann machen die das nicht. So, okay. Jetzt gehen wir was essen und dann fahre ich einfach später nochmal. Voll blöd. Jetzt haben wir eine halbe Stunde gewartet. Halbe Stunde unseres Lebens verplempert. Bist du jetzt böse? Ja? Bist du jetzt böse? Nein, ich hab Hunger. Guck, haben wir einen kleinen Ausflug gehabt. So, oh, schön. Ja. Jetzt gehen wir was essen, was Leckeres. Guck mal, so Kleinigkeiten, die man vorher spürt, dass die nicht richtig sind und macht sie dann trotzdem. Ich habe die Tasche gewechselt, hätte ich mal nicht gemacht. Ja. Oder das ist ein Zeichen. Ich soll es lassen. Das ist ein Zeichen, dass du besser deine Sachen zusammenhältst, ja. Das Leisas Essen, die bekommt zuerst natürlich, ist so klar, ein bisschen heiß. Das ist unser Essen. Oh, da ist es schon. Leck. Also ich habe Salat, Alex hat was mit Nudeln. Alex ist gestresst, weil wegen dem hier. Gerade so. Warum? Nix klappt heute. Nix. Ist schon ärgerlich mit Shirit Imwe. Oder Padmal Almadi. Padme Amidala. Heißt du so ähnlich, hab ich doch gesagt. Jetzt hat Leisa auch ihre Socken ausgezogen, weil sie sich denkt so, was soll ich mit den verschiedenen Socken? Das sieht scheiße aus. Also für unterwegs nehme ich immer Gläschen mit. Nicht immer. Letztens habe ich auch selbstgekochtes mitgenommen. Aber jetzt musst du schnell gehen, ne? Weil selbstgekocht ist nur eingefroren. Gemütlich ist das hier nicht, aber hier kann man ganz gut essen. Also es hat nicht zu Spaß. Lach doch aber. Weil die Kamera jetzt. Wo bist du denn? Du musst krabbeln, Schatz, nicht nach hinten drücken. Einmal ist vorbei. Jetzt hast du keine Lust mehr. Jetzt, wo die Mama hier so vorbeigelaufen ist. Komm mal mit. Komm. Komm, Schatz. Leisi. Komm. 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 Ja, komm. So, ich bin jetzt auf dem Sprung, weil ich gehe jetzt wirklich nochmal zum Piercer. Echt jetzt? Ja, zieh das jetzt durch.
Also Liza hat zwischendurch ein Nickerchen gemacht, natürlich auf meinem Arm. Deswegen konnte ich nicht reden und so filmen. Oh. Und den Luis haben wir auch abgeholt, aber der ist schon wieder weg. Der ist auf den Geburtstag eingeladen. Den kriegen wir immer viel seltener zu sehen. Der ist so oft bei einem Freund oder der Freund ist da. Okay. Jetzt geht's los. Ich nehme direkt meinen Gesundheitsstecker mit, hat er schon gesagt. Weil der andere sich dann wahrscheinlich wieder mit entzünden soll. Au, au, meine Haare, meine Haare, meine Haare. Da bist du. Tschüss, ihr zwei. Tschüssi, mein Schatz. Viel Spaß beim Tätowieren, hätte ich was gesagt. Wow, Leute. Und Trommelwirbel. 3, 2, 1. Ist keins. Ich bin wieder umsonst hingefahren. Ich bin nicht hingefahren. Also ich bin hingefahren. Ich war auch da und habe gewartet. Und ich saß auch auf dem Stuhl und habe gedacht, jo, alles klar, jetzt geht's los. Und dann haben wir den Stecker schon mal gewechselt, weil ich hatte einen Ring drin. Und er hat gesagt, dass man am besten einen Stecker reinmacht, auch den Gesundheitsstecker, weil das andere Loch, ja, die Entzündung, wenn ich da reinsteche, wahrscheinlich übergeht ins neue Loch. Und deswegen ist besser, wenn du da den Gesundheitsstecker drin hast. Dann haben wir die nämlich da reingemacht. Und dann hat er gesehen, dass mein Loch entzündet ist, beziehungsweise angeschwollen ist und gereizt. Und wenn das jetzt schon gereizt und angeschwollen ist, dann hat er gesagt, dann lassen wir das lieber. Lass den sich erst beruhigen, weil Madame einen Ring reingetan hat. Vor ein paar Tagen ist er jetzt gereizt. Und dann immer, wenn man drauf schläft und der Ring immer hoch und runter gegangen ist. Ich habe das nachts gemerkt, aber ich habe gedacht, wird schon nicht so schlimm sein, weil der sich immer relativ schnell erholt. Aber er meinte, jetzt ist es so gereizt, dass wir es besser lassen. Und jetzt fahre ich dann in einer Woche nochmal hin. Wenn ich jetzt hochgehe und dem Alex das sage, sagt er auch so, was ist hier los? Das hatte ich mitgenommen. Das ist jetzt in meiner Tasche. Ja. Achtung. Ah! Achtung. Hm? Siehst du? Ich hab gar keins. Soll ich dir sagen, warum? Wolltest du jetzt sagen? Wolltest du jetzt sagen, sieht schön aus, oder was? Also, ich bin da hingefahren und dann haben wir den Stecker gewechselt und dann sagt er, jetzt ist aber so entzündet oder so gereizt, dass wir es besser nicht machen, weil das sonst sich noch mehr entzündet. Jetzt bin ich schon wieder umsonst gefahren. Krass, oder? Weißt du, wie viel da los war? Ich habe voll lange gewartet auch. Ja. Egal. Na, meine Süße. Wo ist der Luis? Wo ist der Luis? Guck mal, wie die sich freut. Was denn? Was denn? Hast du schon deinen Schlafanzug an? Gehe ich mal eben schnell zu Luis, meine Jacke ausziehen.